Mit Geldstrafen und Sperrungen wollen russische Behörden künftig stärker gegen Falschinformationen im Internet vorgehen. Dazu soll die staatliche Medienaufsicht entscheiden, was eine Falschinformation ist. Zunächst müssen aber noch das Oberhaus der Duma und Präsident Putin dem Entwurf zustimmen. Menschenrechtler kritisieren das Gesetz als weiteren Schlag gegen die freie Meinungsäußerung. Doch die Regierung weist das zurück. Es ist nicht verboten, Beamte zu kritisieren. Es ist nicht verboten, Meinungen, Urteile oder Ansichten auszudrücken, die sich von denen der Beamten unterscheiden. Nur Tatsachen und nicht Meinungen und Urteile können wahr oder falsch sein und daher unter dieses Gesetz fallen. Für einen Verstoß sollen Geldstrafen zwischen 400 und 20.000 Euro fällig werden. Die Informationen werden von einem eigens eingerichteten Institut bestimmt, etwas zwischen der Staatsanwaltschaft und der Medienaufsicht. Sie bestimmen, ob die Informationen anständig oder unanständig sind und ob sie die öffentliche Moral beleidigen. Das ist ein sehr unklarer Begriff im Gesetz. Dies ist ein Weg für die Einführung einer Zensur in Russland, die mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Die Verbreitung von Fake News wird also gleichgesetzt mit dem Aufruf zu Massenunruhen oder mit Extremismus. Darüber hinaus werden die Konten und Blogs normaler Internetnutzer, die mit der Verbreitung in Zusammenhang erscheinen, ohne Vorwarnung sofort gesperrt. Und die Urheber werden mit hohen Geldbußen rechnen müssen. Galina Polonskaya, Euronews, Moskau.